So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landwirtschaftssimulators 2013 hier auf Westbridge Hills. Smirnoff ist wieder mit dabei und neu auch mit dabei ist der Swiss aus der Schweiz. Willkommen. Danke, hallo. Und auch Servus von mir. Richtig, genau. Wir haben in den letzten Folgen haben wir schon ein bisschen gesehen. Wir haben ein bisschen Mais gehäckselt, wir haben Silage gefahren, wir haben uns Kühe gekauft. Und ich glaube, und wir haben, glaube ich, auch Schafe, ne? Schafe haben wir auch, genau. Schafe haben wir auch, ja. Siehst du, alles dabei. Und wir kümmern uns jetzt im Prinzip darum, dass die Kühe und Schafe auch mit Nahrung versorgt werden. Dazu bin ich jetzt hier gerade schon am Schwadern von dem Feld, was hier Smirnoff wunderschön gemäht hat. Und ich glaube, Swiss ist hier irgendwo auch gleich unterwegs und macht gleich ein bisschen, machen wir ein bisschen Rundballen, machen wir jetzt gleich. Und wobei der Rundballenwagen steht da vorne noch. Müssen wir mal gucken. Und ich habe ein bisschen gefuscht hier mit dem Schwader. Aber es soll auch eine kleine Herausforderung geben, ne? Wollte ich ja nochmal so angemerkt haben. Ach, wir haben sogar zwei Rundballenpressen, sehe ich gerade, ne? Nee, wir haben nur eine Rundball und eine Quader. Stimmt, jetzt sehe ich auch gerade, dass es ein Quader ist, ja. Was ich aber jetzt mal brauche, ist ein wenig Geld von dir. Oh, du Geld, ja, siehste. Kaum fangen wir an. Wie viel brauchst du denn? Ja, ganz wenig nur. Na, jetzt habe ich 20.000? Ja, das reicht dicker. Gut. Geht nur darum, ja, 200.000, genau, 20.000. 20.000, ja, habe ich dir gegeben. Weil ich mir nur ein Gewicht kaufen muss, deswegen. Gibt's ja nicht. Bist du einfach viel zu leicht. Ja. Ich muss zum Schwergewicht werden. Ja. So, dann das heißt, haben wir schon eine Rundballenzange oder machen wir das mit dem normalen? Sammeln wir die auf? Mit der normalen Zange? Ich mache das mit der normalen Zange. Ich habe mir jetzt gerade den Wagen geholt und hole mir jetzt noch das Gewicht und dann komme ich hoch zu euch. Ja. Da kann ich ja eigentlich schon mal, was kann ich denn Schönes machen? Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Grubbern, stimmt, grubbern kann ich. Auf dem Feld, wo wir vorhin die, wo wir gehäckselt haben vorhin, ne? Ja, und das Maisfeld auch. Ja, da haben wir doch gehäckselt. Das Weißenfeld. Ja. Weiß, warum jetzt suche ich gerade mal, wo ist denn hier Swiss? Mal gucken, wo der fährt. Noch sehe ich ihn nicht. Gucken auf der Karte. Ich fahre jetzt zu den zum Ball machen. Ja, ich laufe dir gerade mal. Ich wollte dir eigentlich gerade entgegenlaufen, aber du bist extrem weit weg. Ich wollte dir nochmal in Aktion zeigen. Das war ja der Plan des Ganzen. Deswegen laufen wir hier mal lustig lang. Bevor ich dann gleich mir den Grubber hole. Ich glaube, ich hole mir für den Grubber aber noch einen Helfer. Ach, das bringt ja nichts. Ach, Mist. Doch. Wir haben nicht die Helfer-Tools, haben wir gar nicht drin. Ach, ne, Grubber, dann fährt der Helfer von links los und ich fahre von rechts los. Da ist das Swiss, siehst du. Das kannst du auch so machen, indem du einfach den Helfer rechts ansetzt und du fährst links. Das habe ich gerade gesagt. Aber schön, dass du dich das mal wiederholst. Das finde ich gut. Ja, weil du gesagt hast, dafür brauchst du ein Helfer-Tool oder sowas. Die Helfer-Tools sind ja nur dafür da, dass du mehr Helfer einstellen kannst. Richtig. Und wir haben ja standardmäßig 3 oder 4 Helfer hier in dem Spiel. Richtig, das stimmt. So, siehst du, die erste Rundballen ist auch schon gepresst. Sehr schön. Ja, das erste Schild ist wieder umgefahren. Irgendwie muss das eine Schild immer dran glauben. Sehr gut, ja. So, der Swiss steht hier. Es sei denn, du kannst natürlich auch einen kleinen Traktor nehmen, das wäre mir lieber, und den Ballenanhänger ziehen. Ja. Weil wenn auf- und abkoppeln, dann springen die Ballen ja rum. Das ist leider bei LS13 ja noch so scheiße. Suboptimal, wenn ich das sage, aber es ist scheiße. Ja. Ja, dann fahre ich den Schwader auch gleich wieder zurück. Oder lass mich ihn hier stehen. Können wir eigentlich auch stehen lassen, weil wir brauchen ihn öfters da. Wir müssen halt nur dann mal erst das suchen. Ja, dann komme ich jetzt mit dem Puma rumgefahren. Jo. So. Hier steht übrigens auch noch ein Gewicht rum, ne? Sehe ich gerade. Ja, das ist zu schwer. Das kannst du aber gerne haben, wenn du magst. Ja, dann hänge ich das mal eben noch mir nochmal dran hier. Ach, jetzt weiß ich, ja, okay. Das heißt, wir machen zusammen die Ballen, ne? Genau. Ich stehe einfach nur rum und lass mich beladen, ne? Genau. Ja, das ist in Ordnung. Das kann ich gut. Rumstehen kann ich gut. Also in der Gegend rumstehen. Meine liebste Aufgabe. So, Gewicht ist vorne dran. Ich sehe das Gewicht auch nicht. Auch schön. So. Das hat nicht schneller als Stufe 1 oder Stufe 4 fahren. Nee, das kriegen wir hin. So, ich habe mir heute übrigens das neue Video angeguckt vom LS15. Hast du neu angeguckt? Ja, fantastisch, großartig.
Welches? Das mit der Ballentechnik. Ah, okay. Aber da das, wo die Fahrzeuge alle vorgestellt werden, das hast du dir nicht angeguckt, oder? Weiß ich gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich muss mal drauf schauen, welches das nochmal war. Aber sieht auf jeden Fall schon extrem gut aus, finde ich. Also die Grafik ist wirklich ein Traum. Mhm. Da freue ich mich schon echt drauf. So, jetzt ist sogar der Frontlader ist sogar ein Tick schneller. Ja, wobei, fast. So, dann lassen wir uns mal beladen. Soll ein Stück vorfahren noch? Ja, bitte. So ist es oder noch ein Stück? So, dass ich es als hinten komplett erstmal machen kann. Dass die hinten liegen, die Ballen. Also, dass du noch weiter vorfährst und ich sag Stopp. Ja. Stopp. Du gehst noch ein Stück zurück wieder. Ja. Okay, das reicht. Das sieht doch fast gekonnt aus bei dir. Ja. Wenn man das so oft macht. Fährst du noch ein Stück vor? Ja, muss ich wieder einsteigen hier. Das passt so. Habe ich schon vorher gebremst, bevor du Stopp gesagt hast. Das ist Fahrstufe 1, hast du gesagt, ne? Oder Max, oder 4? 4, ne? Ja, also 4 oder 1. Zumindest dann, wenn du runterbremst. Dass du nicht schlagartig runterbremst, sondern langsam bremst. Ja. Ja, das funktioniert. Also Fahrstufe 3 kann ich schon fahren, aber da muss ich auf 2 zurückschalten und dann... So. Liegen da hinten noch welche? Weiß nicht, glaube nicht, aber... Ne. Dann drehen wir mal um, ne? Mhm. Ich habe ein bisschen Angst vor den ganzen Bergen hier, ne? Wieso, wegen den 7 Zwergen? Ja, auch. Aber auch, weil ich Angst habe, dass hier alles dann runterfällt vom Hänger. Ich glaube, zu starke Lenkbewegung darf ich hier nicht machen. Das ist Teamwork hier. Oh. So soll es sein. So gefällt mir das. Du, ihr seid ja auch auf Zack hier. Ja. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen das Geld wieder reinholen, was wir geerbt haben, was wir schon ausgegeben haben. Verprasst haben. Für Champagner, Koks und Nutten. Naja, mein Bruder war jetzt ja in der Schweiz bei so einem Millionär. Und hat das Haus leer geräumt. Also jetzt, nicht falsch, jetzt nichts Falsches denken. Das war schon okay so. War so gewollt, ne? Ja. Okay, kannst vorfahren. Stopp. Und zwar, der will sein Haus komplett abreißen. Okay. Und will das für dann ein paar Millionen Franken wieder neu bauen. Oh, und schlecht. Auch mit der kompletten Inneneinrichtung und ja, ich guck grad mal, ob hier hinten noch welche liegen. Da liegen noch welche, ich sehe die schon. Okay. 2 Stück liegen da sogar noch. Ah ja. 3 sehe ich da hinten. Auf jeden Fall hat er dann so ein richtig Schmiedeeisen-Weinregal mitgebracht. Das ist schon echt krass. Glaube ich. Überlegen, wie teuer so ein Teil erstmal ist. Das kostet einfach mal so 8000 Euro, wenn du es dir neu holst. Ja. Schon erzählt, dass ich mit dem Ding nicht so gut rückwärts fahren kann. Ja. Aber ich glaube, ich bleibe so stehen jetzt hier. Reicht. Du kannst ja auch noch ein bisschen was tun hier. Ja, ich würde versuchen, erstmal zu fahren, aber es leckt. Geht wieder. Ja, ja. Immer sind die anderen schuld, ne? Ja.
Können wir da oben noch welche drauflegen? Nee, ne? Können wir nachher mal probieren. Ich hab ein bisschen Angst. Warum fahr ich nur mit 3 km/h rückwärts? Weiß ich nicht, weil du nicht schneller kannst. Hier, Swiss hat gesagt, wir sollten uns vielleicht mal einen John Deere besorgen. Johnny? Ja, Johnny Walker. Ja. War so eine Idee. Aber erst den Mod runterladen. Ja, das wäre kein Problem. Ja, man muss halt wirklich das Modell ein bisschen studieren, weil es gibt so viele Angebote. Also es hat echt viele. Ich will ja nichts sagen, Swiss, aber die piept. Das kommt ja, ich glaube der Ballen, die Ballenpresse ist voll. Das ist der Krone, sein Gejammer. Nicht so hart, nicht so schnell. Ist aber auch so schnell voll irgendwie, der Ballenwagen, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Aber es liegt daran, weil wir es vorher geschwadert haben und dann jetzt alles, das gesamte Feld ja komprimiert haben auf die Fläche. Mhm. Na, kriegst du es noch raus? Ja klar, dass wieder einer hier meint, er müsste runterfallen. Einer muss immer aus der Reihe tanzen. So, hab ich mal Smirnoff, was ist denn da denn los, ey? Technik, die begeistert. Ja, jetzt rollt er weg. Naja, auch schon mal gehabt, so ein Ballenrennen haben wir da gemacht. Wer schneller, der Ballen oder ich? Und wer war schneller? Der Ballen. Ja, ist einmal durch jetzt, die Gabel. Er sagt mal, kann man eigentlich im neuen LS dann die Traktoren anmalen? Also weißt du, also umlackieren? Nein, kann man nicht. Okay. Das wäre aber schön gewesen. Also hätte ich gut gefunden, wenn man das kann. Oh, der hakt, der ist ein bisschen, du musst ein Tick weiter. Weiter. Noch ein Stück. Ja, ich wollte ihn nur von der Kabel runterkriegen. Achso, okay. Ich habe mal nicht sicher, ob du es siehst. Oh, der andere rutscht aber auch schon bedenklich. Ich glaube, da hinten liegen noch zwei. Nee, alles. Oder einer liegt hier noch. Ja, einer liegt hier noch. Na, dann drehen wir gerade wieder um. Fahren nach hinten. Ja. In der Hoffnung, dass hier nicht alles runterfällt. Also echt mit dem Gepiepe vom Kronenballenwagen komme ich mir vor wie im Operationssaal. Weißt du, so piep, piep. Der Patient stirbt. Ja, wenn es irgendwann dauerpiept, dann ist was schiefgelaufen. Ja, bei dem neuen ist es ja schön, dass du mit der Rundballenpresse endlich den Zwischenspeicher drin hast, dass du andauernd weiterfahren kannst. Das ist herrlich. Du musst dich mal anhalten. Ach so, das heißt. Oh, ich habe ein bisschen hart gebremst hier. Upsala. Nichts passiert. Siehst du, habe ich im Moment nicht aufgepasst. Ja, das ist echt ganz praktisch. Das heißt, er wirft die automatisch aus dann, oder? Ich weiß nicht, ob du das noch selbst machen musst. Auf jeden Fall wird es weiterhin aufgesammelt, sag ich jetzt mal. Mhm. Weil du musst ja bei dem Teil ja einfach anhalten. Stimmt. Und da kannst du dann einfach weiterfahren. Das ist halt das Schöne dabei. Habe ich das Gewicht angehoben? Ich bin auch ein Depp, ne? Achso, nee, war gehoben, das Gewicht. Sah so aus, als hätte ich es nicht angehoben. Immer schön ruft. Ach, wir sind voll jetzt, ne? Na, da passt noch was durch. Ja, oben, na, oder? Klar. Also, da müssen wir hochstapeln jetzt. Ja, jetzt kann ich hier halt keine zwei Ballen mehr drauf machen, sondern immer einen gleichzeitig. Ja, dann lassen Sie sich ja von da hinten nehmen. Ja. Dann drehe ich jetzt einmal hier. Wo bleibt doch gerade stehen? Okay, bleib stehen. Ist doch einen hier. Oh, der eine sieht aber auch schon so aus, als würde er gleich runterfallen wollen hier. Der hier. Bin noch nicht so ganz sicher, ob der hält. Aber da gibt es jetzt im neuen Teil auch einen neuen Sammelwagen, ne? Oder? Gibt es halt auch den Rundballensammelwagen, gibt es da. Ich meine, zum Aufladen meine ich jetzt. Ja. Ja, das ist extrem praktisch, finde ich. So ein Sammelwagen. Gibt auch so 3 Kettensäge, 3 verschiedene Modelle. Mhm. Ja, das wird echt ganz spannend. Oha.
Ja, hält. Jetzt darf ich nicht mehr so schnell fahren, ne? Nee. Also ich fahre jetzt nur Fahrstufe 1 hier. Oh. Der rollt doch hinten rüber jetzt. Nee. Das ist nicht so stark, man muss da einfach Fahrstufe 4 fahren. Das reicht auch. Ja, doch, okay. Langsamer. Dann fahre ich jetzt mal auf Fahrstufe 4. Dann einfach ein 4 drücken, dann rollt er aus. Wie? Ah. Ja. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt die nächsten. Ah ne, die nächsten nehmen wir ja rechts rauf. Wo laden wir die überhaupt ab? Bei der Kuhweide direkt. Ah, okay. Such mir da noch ein Plätzchen, wo ich ihn staple. Ja, also Swiss war schon begeistert von deiner Stapelaktion gestern. Und auch von dem Hof auch, dass er so schön aufgeräumt ist. Welche Stapelaktion? Ja, mit dem Quader. Ja gut, die das war ja von dem Ladewagen, ist es ja gewesen. Richtig, aber es sieht auf jeden Fall sah es sehr schön aus. Die lagen halt nicht es einfach so. Es gibt ein gutes Bild ab. Genau. Aber der Wald sieht am besten aus. Also wirklich. Morgens im Nebel sieht er am besten aus, finde ich, der Wald. Das sieht richtig gut aus, sagst du. Ja. Für das, dass ihr ihn gesetzt habt auf einer Map, die nicht für den Frostmod vorgesehen war. Vorgesehen war, ja. Sieht das echt schmuck, also süß aus, sieht gut aus, super. Ja, danke, das freut uns auch immer. Bis wie ein Abholzen. Ach, die Rollen. Ah, ist mir noch die Rollen rüber. Nein! Ich bin Fahrstufe 4 gefahren, aber die sind hinten rüber gerollt. Ja gut, dann setz ich die erstmal vorne hin. Vielleicht hätten wir auch nochmal einen Frontlader holen sollen. Dann wären wir vielleicht einen Tick schneller gewesen. Ich hab Zeit, ich bin jung. Ich kann warten. Ja. Ja, vor allem mit dem Teleskoplader geht das ein bisschen einfacher. Da kannst du sogar noch eine Schicht oben drauf lagen. Achso, mit dem Gelenk, also mit dem Gelenk, ne, oder? Genau, mit dem Teleskoplader halt. Ja. So. Oder am besten bleibst du jetzt einfach erstmal hier stehen. Ja. Kannst auch aussteigen, dann lade ich hier die ganzen Dinger drauf. Ja, pass auf, ich kaufe jetzt nochmal einen. Ich kaufe jetzt den Teleskoplader. Da habe ich jetzt Lust drauf. Den, das ist der Deutz Agrovektor, ne? Genau. Mit der Ballengabel, ne? Ja, speziell für die Ballengabel brauchst du da einen. Hab ich. Ja, wo ist denn der? Da. So. Oh Gott, Swiss, ich verfolgt was. Pass auf. Wird Swiss vom Ballen verfolgt? Ja. So. Ja, da hätte es fast einen Unfall gegeben, Ballenunfall. So. Dann machen wir ein bisschen Action jetzt hier. Während der Fahrt aufgepiekst. Hahaha. Freundchen hier. Sowas gibt's schon mal nicht. Dreckiger Ballen. So, ich bin mit dem schnellsten Tempo hier. Mit 35 km/h komme ich hier angerauscht. Ja. Ich würde auch gerne noch mal einen Gang höher schalten, aber. Das geht nicht. Ja. Sieht aber eigentlich ganz schön aus, der Teleskoplader, finde ich so. Ja. Lass mal angucken. Vor allen Dingen, es gibt ja so eine Scheune, die grafisch der letzte Rotz ist. Mhm. Aber es ist schön eng. Und da kann man richtig schön Ballen stapeln. Ja, glaube ich. Irgendwie stimmt das nicht. Na, was passiert? Boah, meine Räder drehen sich in Zeitlupe. Bin ich schon wieder zu weit gefahren? Nee. Nicht ganz. Nee, ich meine doch, ich war doch richtig hier. Ja, dann. Ich finde, wir sollten im Morgengrauen sollten wir dann noch mal ein bisschen Holz fällen, Holz sacken. Ja, warum nicht? Wir müssen das dem Swiss ja auch noch mal zeigen, wie das läuft.
Achso, hat er noch nicht mit dem Forstmut gearbeitet? Doch. Aber er hat noch ein bisschen Schwierigkeit mit der Gabel, ne? War das so, Swiss, oder? Mit der Zange, meine ich. Ja, mit der Zange geht, aber das Aufladen auf einen Anhänger war ein bisschen... Das üben wir. Erfolgslos, sagen wir so. Ja, mal gucken, ob der Hidan heute auch noch kommt. Ich habe den Baum einfach an die Zange genommen oder an den Draht, da kannst du ihn ja anhängen. Und dann bin ich direkt zum Sägewerk mit einzeln gefahren. Ich setze jetzt gerade eben den einen Ballen hin, weil dann kannst du oben drauf den Ballen setzen. Ja. Kleiner Tipp. Geschwindigkeit 1 fahren mit Kran, mit Nase unten, also mit Arm unten, dann kippst du auch nicht. So meinst du ungefähr, ne? Ja. Also ich hab's immer kurz vorne überboden meistens sogar. Mhm. Stimmt, die haben wir auch ein ordentliches Gewicht. Ja. Wo bist du denn jetzt? Wenn ich jetzt kein Gewicht hinten dran hätte, ich würde vorne überkippen. Ach, da bist du auf der anderen Seite. Also ich würde vorschlagen, du fährst den nachher weg. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir alles vorne überkippt. Oder hinten nach links, rechts wegfällt. Ich stehe jetzt auch gerade fast direkt hinter dir. Ich warte hier noch ein bisschen. So. Jetzt stehe ich hier. So, jetzt kannst du ihn da oben drauf setzen. Ja. Gucken wir mal, ob ich jetzt nach vorne überkippe oder nicht. Müssen wir noch ein bisschen Platz machen, ne? Sag das nicht mir. Der will nicht fahren. Ach so. Guck mal, wie schnell er fährt. Oha. Drückt schon die ganze Zeit drauf. Weiß nicht, was los ist. Hm. Vielleicht müssen wir den auch einfach mal zurücksetzen, den Traktor. Das könnte gut sein, ja. So. Jetzt guck ich mal, ob ich es oben drauf kriege hier. Auch schon wieder fast ein Screenshot wird. Oh, da liegt ja ein Ballen bei den Ölturm rum. Ist er da hingerollt? Keine Ahnung, kann gut sein, ja. Oh oh. Nein, 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 bleib liegen. Ich glaube, du wirst es hier mir nicht um. Ja, ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen Mist gebaut. Wie bekomme ich jetzt die Ballengabel am besten raus? Nein. Oh oh, nein! Ja, ich glaube, wir haben hier ein Problem. Ich bewege mich am besten nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wer den da so komisch hingefahren hat. Auf jeden Fall fallen sie auf der anderen Seite runter. Ja, solange das da drin ist. Versuch mal schleunigst den rauszuziehen, weil es fällt alles runter. Ja, wie soll ich den denn rausziehen hier? Dann heben hoch, dann heben einfach hoch. Hauptsache er ist weg. Radikal hebt den hoch, echt. Das war nicht mit Absicht. Vielleicht sollten wir doch nicht so ganz hochstapeln. Hat ja alles funktioniert. Fast, ja. Dann fahr ich mal weg, das Ding, bevor es alles hier umfällt noch. Ja, es tut mir leid. Alles macht der Kerl kaputt. Unglaublich. Ja. Da jetzt kriege ich auch leider keinen zweiten Ball drauf. Ich fahr den mal hinterher. Nee, nein, nein. Ich wollte nur, dass der eine Ball nach vorne rollt. Na gut. Ich drücke ihn mit nach vorne hier. Wo ist denn Swiss abgeblieben? Ich verstecke mich. Nein, ich komme schon wieder. Achso, ich war mir nicht sicher, ob du schon fertig warst.
Das Mirror verliert noch mehr Ballen hier. Ja, es leckt bei mir. Das ist nicht toll. Ich kann nichts dafür. Das liegt an deiner Internetverbindung. An deiner? An deiner, nee. Toll! Ich da bin. Es leckt, das ist so schlimm! Vielleicht hätten wir uns einen anderen Wagen holen sollen dafür. Nein, das ist der beste, den es gibt, weil die anderen sind noch beschissener. Die kannst du nicht mal richtig beladen. Okay. Wollen wir sie hier vorne abstellen hier? Ja, ich versuche sie gerade runterzuwerfen. Ja, schubst sie mal runter. Von der anderen Seite. Mach ich gleich. Wie das aussieht. Kannst du sie erstmal alle hier zusammenschieben? Ja, mach ich gleich. Warte, lass mich sie erstmal kurz runterschubsen hier. Ja, von der anderen Seite am besten. Achso. Fahr ich eh gleich wieder dagegen. Ja, stimmt. Nicht, dass du dir unsere Quader hier noch wegschubst. Das nehme ich noch. Hm? Das wär's noch. Ich meine, gut, ich muss die einen eh noch auseinander pflücken. Oh. Runter! So. Schön den Anhänger zerkratzen hier. Wir haben die auch nicht gesichert, ne? Also das muss man ja... Ja, das hoffe ich ja. Dass wenn es wieder so ein... Ich meine, es macht ja so Spaß. Ja. Aber, die sollten schon dann eine Fixiervorrichtung einbauen, dass es dann man einfach dann gut drückt, dann ist es da Spanngurte drum und fertig. Ja. Es gibt ja genug so Anhänger. So. Na, jetzt aber. Geht doch. Ich räume hier mal ein bisschen auf, ne? Genau. Das kann ich schon ganz gut machen. Damit ich das Elend gleich hier nicht mehr sehe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin fertig werde, aber... Ja, du musst ja nur zusammenschieben, das reicht ja. Ja, ich will jetzt gleich schon richtig stapeln. Ich stapel sie direkt hier neben hier, beim Kuhstall hier. Okay. War so mein Plan jetzt eigentlich. Zumindest sieht romantisch aus, den Ballen, den ihr da ins Öl... in die Ölbohranlage geworfen habt. Nee, der kam von dir, deswegen hab ich ja gesagt, da ist einer beim Öl. Wir haben da nichts gemacht. Ja, so ein bisschen Ball mit Öl, ne? Der ist von dir weggerollt, deswegen wundert mich das so, ey. Warum ist der da recht weit getourt, der Junge. So. Ey, irgendwas stimmt mit dem Traktor nicht. Ich drück auf W und es rollt nicht vorwärts. Was ist denn da los? Tastatur kaputt. Ja, ja. Gestern mir den Film Der siebte Zwerg angeguckt. Der siebte Zwerg, nicht der sechste? Nein, Der siebte Zwerg ist ja der neue Teil von all. Und ich muss sagen, es ist der letzte Mist. Von wem ist das der? Von welcher? Otto. Ach Gott. Otto, ja. Und zwar Sieben Zwerge und Sieben Zwerge der Weiten ist nicht genug, ist es das der dritte Teil. Ach, okay. Ist nicht so gut? Nee, überhaupt nicht. Wir hatten auch letztens mal über Otto mal gesprochen. Also, der ist ja voll animiert, ich meine, das ist ja schön. Ja. Da sind auch ein paar lustige Gags dabei, aber Nina von Hagen spricht die Hexe und die hat einen russischen Akzent. Ach, ganz Gott. Klasse. Das heißt, Kinder verstehen den überhaupt erstmal nicht. Ja. Die Hexe. Okay. Ja. Ja, ist natürlich dann nicht so optimal. Nee. Ist der vielleicht ab 12 erst freigegeben? Erst ab 6. Ach so, ja, noch besser. Super. Ich sag, kleine Kinder werden die überhaupt nicht verstehen. Ja. Das heißt, wir dürfen ihn gucken. Nee, ich hab in meinem Alter keine 6 drin, also ich darf nicht gucken. Und Flo auch nicht. Nee, stimmt. Swiss auch nicht. Nee. Ich schaue auch nicht so schlimme, so brutale Filme mit Otto. Nee, da ist auch Saw schon besser, ne? Aber als Kind war der mein Held. Ja. Das finde ich gut, ey. Ich stand heute in der Videothek vor den ganzen Teilen und hab mir nur gedacht, der ist gut, der Rest ist scheiße. 1 und 2 sind noch okay, der dritte lässt sich noch drüber streiten, aber der Rest, da hab ich mir einfach gedacht, oh, kann die Serie nicht einfach aufhören, die Filmreihe. Von Otto meinst du jetzt, ne? Ne, von Saw. Ach, von Saw, ja. Erst und zwei Teil von Otto, die waren klasse. Ja,
Ja, Otto, der außer. Nee, wie heißt der? Der Außerfriesische oder so, war der eine Teil? Also, ich meine, von Sieben Zwergen, dachte ich, jetzt redet ihr. Nee, ich meine jetzt die Otto-Filme. Achso, boah, keine Ahnung. Otto der Außerfriesische und dann gab es irgendwie noch einen anderen Teil. Wenn du noch einen Ballen drin hast und bist gleich fertig, tu ihn doch bitte beim Hänger abladen dann. Ja, ich bin noch ein bisschen am Säubern und das, was ich so ausgelassen habe, noch mitnehmen. Wunderbar, das gefällt mir. Wer hat denn da so beschissen geschwadert, ey? Das hast du gesagt. Ja. Ich glaube, das klären wir dann in der nächsten Folge. Wer da so ich würde nie den Chef kritisieren. Ja, wir klären das in der nächsten Folge dann, wer da so beschissen geschwadert hat. Vielleicht haben es auch einige gesehen, man weiß es nicht. Na. Ja, aber das ist doch, was machen wir denn im nächsten Part, was machen wir da überhaupt? Ja, wir werden das Gruppern überspringen, das werden wir für euch schon mal machen. Ja, das ist eine gute Maßnahme. Und dann würde ich sagen... Ach, wir wollen Bäume fällen. Ne? Bäume fällen und der Flo wird sich dann bei mir hingesellen und wird dann die Lage und die Kühe füttern. Das ist gut, ja, das klingt nach einem wunderbaren Plan. Und für Swiss finden wir auch eine schöne Aufgabe dann. Genau, der darf dann die Gulli säubern. Die Gullis. Genau. Die Schweinetrögel muss er dann reinigen. Mit der Zahnbürste. Mit seiner eigenen. Ja. Nee, dann super. Dann wollen wir beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann schön liken und gerne auch abonnieren den Kanal. Ne? Da freuen wir uns natürlich drüber. Wie gesagt, 1000 Abonnenten und ich sitze hier im Bikini dran. Ne? Richtig. Mit Video. Also dann sieht man mich auch live. Also bis zum nächsten Mal.